Moin Freunde, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich weiß, ich war jetzt eineinhalb Wochen nicht da und glaubt mir Leute, gerade im Dezember, wo es für Creator einfach auch finanziell bei YouTube durch die Werbung, die ganzen Unternehmen geben richtig viel Geld aus und die Creator kriegen was davon, gerade da tut es einem weh. Aber bei Shappy hat sich einer von seinen vier scheiß Weisheitszähnen, ich habe halt Weisheitszähne, weil damals mussten mir Backenzähne als Jugendlicher gezogen werden, damit die Weisheitszähne Platz haben. Der hat sich entzündet und jeder, der von euch schon mal Zahnschmerzen hatte und der wurde jetzt Gott sei Dank rausgenommen, weil es war die Hölle, weiß, wenn ihr so einen dicken Kiefer habt, geschwollen alles, da könnt ihr nicht sprechen, kein gar nichts. Es war absolute Hölle und ich bin so froh, dass ich den ganzen Scheiß hinter mir habe. Also Leute, wenn ihr das erste Mal Probleme macht bei euch, wartet nicht wie ich, bis es eigentlich zu spät ist, sondern geht gleich hin. Wir kriegen das Mid-Season-Update am 14. Dezember. Das ist heute, wenn ihr das Video seht, heute kriegt ihr es Samstag in 4 Tagen. Und da sind ein paar Sachen, die hoffentlich zwar noch nicht genannt worden sind, sowas wie Bugfixes, Dev Error 6770, Game-Abstürze und was wir alles für Probleme haben. Aber es gibt eben auch einige Sachen, die eigentlich von Anfang an in ein Game gehören. Und es gibt ein paar Sachen, auf die ich mich freue und ich werde euch alle heute einmal vorstellen. Das Mid-Season-Update geht live am 14. Dezember. Preload wird wahrscheinlich wieder für Konsolen in 1-2 Tagen sein und PC wegen Data-Mining wieder am 13. gehe ich jetzt mal von aus. Ab dem 14. Dezember habt ihr Doppelwaffen-XP und normale Doppel-XP auf der PlayStation. Das ist wieder Teil dieses Sony-Exclusive-Deals. Ab dem 15., also einen Tag später, bis 19. habt ihr dann Double Waffen XP und normal Double XP auf PC, Xbox, Konsole, auf allen Plattformen, wo ihr spielen könnt. Das heißt, ihr habt als PlayStation-Besitzer einen Tag mehr Double XP und Double Waffen XP. Double Waffen XP für einige von euch wahrscheinlich cool. Dicker Tipp, spielt DMZ, levelt da eure Waffe. Mit Double Waffen XP geht es unglaublich schnell. Double XP normal, ich weiß nicht. Level 250 sind wir wahrscheinlich alle schon. Das Level hat ja eh keine Bedeutung. Für die, die es irgendwie brauchen, ist es ganz cool. Es geht halt 4 bzw. 5 Tage, je nachdem, welche Plattform ihr habt. Das war's schon. Ein dickes L und da habe ich... Das ist kein Meckern, es ist einfach kein Verständnis. Alle eure Warzone-Stats, die ihr seit Release von Warzone 2 erspielt habt, werden euch nicht gut geschrieben, werden euch nicht angezeigt. Ab 14. Dezember gibt es Stats für Warzone 2 für euch, aber erst ab dem 14. Dezember. Das heißt, alles, was ihr bisher von den Statistiken her, Siege, Kills, Tode, persönliche Rekorde, Weltrekorde, alles, was ihr bisher erspielt habt in Warzone 2, ist nicht aufgenommen worden. Haben sie nur gesagt, wird ab 14.12. getrackt. Was ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen kann, wie es machbar ist, dass bei einem Game, was so viel Entwicklungszeit hatte und so viele Entwickler und Entwicklerstudios und so viel Umsatz macht, dass solche Sachen nicht funktionieren. Dazu muss man sagen, Skill-Based Matchmaking trackt ja wirklich ab der ersten Sekunde Warzone jeden Kilometer, den ihr gelaufen seid, jede Waffe, die ihr ausgerüstet habt, jede Präzision, jeden Headshot, jeden Weitschuss, jeden SBMM trackt. Alles auf der Welt läuft die ganze Zeit, aber euch die Stats zur Verfügung zu stellen geht nicht. Das heißt, wenn ihr persönliche Rekorde hattet, auf die ihr stolz seid, hoffentlich habt ihr sie aufgenommen. Sie werden nicht mehr aufzurufen sein. Ab 14. Dezember ist sozusagen der Cut. Ab dann werden Stats aufgenommen, mehr nicht. Wir bekommen eine neue 6 gegen 6 Karte. Und wenn man sich überlegt, dass diese Season, das ist die erste Season bis Februar, glaube ich, geht, was insgesamt eine Seasonzeit von 3 Monaten bedeutet und wir haben dann Chipment und Shoothouse, beides jetzt nicht gerade nagelneue Karten, dann ist das gelinde gesagt schwach. Chipment kommt am 14. dazu, das heißt für viele von euch wird es dann heißen, die nächsten Wochen nur noch Chipment, Waffen leveln, Raketenwerfer leveln, gerade so. Ich bin jetzt, kommt gerne bei Twitch vorbei, ich bin jetzt mit allen Platin-Aufgaben durch, jetzt gehen wir auf die Headshots, also für Poly, Atomar und Orion. Und da braucht ihr halt für die Raketenwerfer auch schnelle Doppelabschüsse innerhalb von 5 Sekunden. Da ist natürlich Shipment mit dem Joker perfekt. Das heißt, Shipment normale Version ab 21. Dezember, Shipment Christmas Edition. Und Infinity Ward hat jetzt einen Blogpost dazu geschrieben, dass es nicht so ist wie in Vanguard, dass irgendeine mythische Kreatur, also falls ihr euch daran erinnert, Vanguard Krampus, das war, also Krampf war das, das war so ein Scheiß. Der ist dieses Mal nicht dabei, da bin ich ganz froh drüber. Ab 21.12. aber Shipment Weihnachtsedition. Shipment sieht besser aus als MW19, die Winkel der Container sind wieder richtig, so dass man nicht andauernd gespawntrapped wird. Aber anhand der Erfahrungen der letzten Wochen seit Release bin ich trotzdem sicher, dass mit diesem Mid-Season-Update bei dieser Karte irgendwas kaputt sein wird.
Meine größte Hoffnung ist, dass wir in diesem Update ein Spawn-Update bekommen, denn in diesem COD, die Spawns sind die mit Abstand schlechtesten Spawns, die ich je gesehen habe. Waffenbalancing ist unglaublich wichtig, obwohl das Waffenbalancing insgesamt, finde ich, in Ordnung ist. Und ganz viele Quality-of-Life-Changes für Warzone, für DMZ, für den Multiplayer, also für alles eigentlich. Es kommt ein Raid, sowas hatten wir in COD, glaube ich, noch nie. Aus World of Warcraft dürftet ihr Raids kennen. In diesem Raid, das soll eine Art Einzelfortsetzung für die MW2-Kampagne sein. Weiß nicht genau, wie sie das machen, es wird jetzt keine Kampagne sein. So ein Raid soll 2 bis 3 Stunden gehen, ihr könnt ihn zu dritt spielen und ein Raid kann eine Woche gemacht werden. Und ihr bekommt Gas als Operator, ein relativ langweiliger Operator, der wahrscheinlich keinen interessiert. Könnt ihr aber zu dritt spielen, um diese Raids machen zu können. Solltet ihr vorher ein bisschen Spec Ops gespielt haben, damit ihr eure Kits levelt. Denn das Ganze basiert auf Spec Ops, das heißt, wenn ihr kein MW2 habt, könnt ihr Raids auch nicht machen. Ihr braucht einen Key für diese Raids und diese Keys bekommt ihr, wenn ihr in einem Battle Royale unter den Top 20 landet. Egal ob Solo oder im Team, Hauptsache Top 20, dann bekommt ihr so einen Key dafür. Oder wenn ihr in DMZ extrahiert mit 30.000 Geld, einer von euch aus dem Team muss 30.000 haben, nicht alle zusammen, einer muss 30.000 haben. Oder mit einer Aufgabe im Multiplayer, die noch nicht bekannt ist, da kann ich euch noch nicht sagen, was die ist. Ich werde mir vielleicht so ein Raid mal angucken, aber sie haben schon gesagt, da wird so Calling Cards geben, Visitenkarten und sowas. Alles nichts, was mich jetzt in so eine Art Spec-Ops-Kampagnen-Modus reinbringt für 2-3 Stunden, um ehrlich zu sein. Aber für die von euch, die Spec-Ops mögen, ist das mit Sicherheit eine coole Addition, die irgendwie mit reinkommt. Levelt auf jeden Fall eure Kits ein bisschen vorher, damit ihr es dann ein bisschen einfacher habt. Dann kommt, und jetzt werdet ihr mich hassen, Chat, und ihr könnt gerne jetzt auch ein Dislike dalassen, aber ich werde mir ein Bundle kaufen und ich mache sogar gerne. Die Chimera kommt, die Honey Badger, meine absolute Lieblingswaffe aus der gesamten Call of Duty Franchise. Ich liebe Call of Duty Ghost, ich habe dieses Game von Anfang bis Ende über 3 Jahre gesuchtet, damals in meiner Jugendzeit. Ein absolut bombengeiles Game. Ich weiß, viele von euch gefällt es nicht. Ich habe es geliebt und die Honey Badger war die Waffe schlechthin. Das ist für mich die ikonische Waffe von allen CODs. Und diese Honey Badger, hier heißt sie Chimera, weil sie das Geld für die Lizenzen der Namen nicht zahlen wollten, diese Hurensöhne von Activision, wird als Bundle und als, als Bundle kaufbar sein und ich kaufe es mir. Ich will diese gekaufte Honey Badger. Das ist eine Ausnahme, dass ich im Shop Geld ausgebe, aber stell dir vor, es ist eure Lieblingswaffe, auf die ihr 10 Jahre gewartet habt. Ihr würdet es wahrscheinlich auch machen für 20 Euro. Und ihr könnt sie aber auch freischalten ganz normal durch Ingame-Aufgaben. Es steht noch nicht fest, welche. Ich hoffe nur, dass man nicht wieder gezwungen wird, irgendwie Spec Ops oder Warzone oder DMZ zu spielen. Denn das ist für mich der falsche Weg, dass man diese Waffen hinter so ein Geheimnis wie, ja, du musst DMZ das und das machen, wie mit dem Chemiker, was jetzt am Ende nicht schlimm war. Aber DMZ ist nicht der Multiplayer. Wenn ich mir den Multiplayer kaufe, möchte ich, dass ich die Waffen für den Multiplayer im Multiplayer freispielen kann. So sollte es sein. Also auf jeden Fall, die Honey Badger kommt. Ich persönlich freue mich sehr darauf und kann euch nur empfehlen, dass ihr die mal austestet. Hat einen integrierten Schalldämpfer, wie die richtige Honey Badger. Und Subsonic Rounds, was bedeutet, wenn ihr jemanden tötet, erscheint dieser Skull, dieser Totenkopf nicht, wo der Gegner dann tot ist. Da freue ich mich sehr drauf. Ansonsten ist es eigentlich, ach ja, Mini-Royal kommt. Also im Prinzip ganz normal Warzone 2 auf der gleichen Karte, nur ihr startet in einem kleineren Kreis und der geht dann schneller zu. Mit ein paar weniger Spielern, kennt ihr aber schon. Ansonsten ist das eigentlich alles, was im Mid-Season-Update angekündigt war. Und ich will ehrlich sein, sehr enttäuscht. Super wenig Content. Spawn-Updates gab es keine, Quality-of-Life-Changes gab es keine, Kommunikation gibt es keine. Es ist wie jedes Jahr. Es wird nach Feedback gefragt. Die Community gibt millionenfach über Reddit-Posts, Twitter, Instagram, Mails Feedback. Und die Entwickler sagen kein Wort mehr. Also gar nichts. Es gibt ein Trello-Board, wo irgendwie Sachen drauf sind, die überhaupt nicht stimmen, die angeblich gefixt worden sind, was auch nicht stimmt. Also muss man mal abwarten, wie das Richtung Weihnachtszeit und danach geht. Jetzt kommt ja auch wieder die Urlaubszeit. Das heißt, wenn irgendwas kaputt ist, wird es über ganz Weihnachten kaputt sein. Stellt euch schon mal drauf ein. So sieht auf jeden Fall das Update auf. Morgen bekommt ihr ein Video zu dem Thema Microsoft und die Übernahme von Microsoft bei Activision. Da hat sich jetzt nämlich das amerikanische Büro, es ist eine unabhängige Abteilung, geführt vom Präsidenten direkt,
für Wettbewerbsgerechtigkeit und sonst was. Ihr müsst genau gucken, wie es heißt. Also dieser Deal mit Microsoft Activision, der ist noch lange nicht durch, Leute. Da ist auf jeden Fall noch einiges, worüber ich noch berichten werde. Ja, mir geht's auf jeden Fall wieder gut. Ich hoffe, ich konnte euch mit allen Infos versorgen, die ihr zum 14. braucht. Lasst, wenn ihr eine Frage habt, gerne in den Kommentaren eine unten. Lasst gerne ein Like da. Und solltet ihr euch jetzt irgendwie überlegen, dass ihr euch das Bundle kaufen wollt, unten ist ein Affiliate-Link von mir für MMOGA, Leute. Da könnt ihr, ohne dass ihr mehr bezahlt, ihr unterstützt mich einfach auf Ehrenbasis, da könnt ihr euch einfach irgendwie auf PlayStation-Guthaben ähnliches kaufen, könnt da mal draufklicken, MMOGA, deutscher Anbieter, sehr günstige Preise aktuell, bin ich ganz fasziniert von vor Weihnachten, sonst sind die immer teurer. Ansonsten, Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und ich bin raus.